was die Bakterien da machen, das ist einfach fantastisch. Und deswegen weiß ich, dass das unsere Freunde sind und dann eben auch für uns immer für unser Wohl da sind. Und so ist es in allen Bereichen. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Thema. Es gibt ja eben diesen MRSA-Keim, da kann man das, glaube ich, auch sehr schön erklären, diese Symbiose-Lenkung oder diese Milieulenkung, dass man eben, da, man kennt ja die Problematiken von dem Krankenhauskeim, 40.000 Menschen sterben alleine in Europa an diesem Keim und über 200.000 erkranken. Und die bekommen es einfach nicht hin in den Krankenhäusern. Dann ist die Technische Universität Graz mal hergegangen, hat gesagt, wir machen mal einen Versuch und putzen mal mit Probiotik, also mit Mikroorganismen. Das ist ja das Probiotik, was ja, du machst. Also für das Leben. Das haben die gemacht und haben die Gesamtkeimzahl innerhalb von 3 Wochen um fast 80% reduziert, die pathogene Keimzahl. Die pathogenen Keime um 80% reduziert. Also genau das ist gemacht worden, viele gute Bakterien ausgebracht worden, die Pathogenen sind nach unten gedrückt worden, die guten sind nach oben gekommen und schon war das Thema erledigt. Und so haben wir eben auch einen Reiniger und viele Dinge, wo wir einfach sagen, damit können wir das Milieu verändern und wir müssen als Menschen darüber nachdenken, unser Milieu wieder in die richtige Richtung zu lenken, in allen Bereichen. Und da spielen die Böden, gerade die Gartenböden, jeder Quadratmeter zählt, sage ich immer, spielen da einfach eine ganz, ganz große Rolle.